Herzlich willkommen auf meinem Kanal, Leute. Ja, ich hoffe, ihr habt bisher ein verzocktes Wochenende gehabt. Wir wollen heute noch mal eine Runde Fettbanker anzocken. Ja, schauen wir mal rein. Ein paar Freispiele kaufen. Wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wo ich spiele, schaut gerne in meine WhatsApp-Gruppe nach. Da seht ihr auch, wo ich zocke. Der Link wird unter dem Video gepostet. Okay, dann starten wir mal. Ja, hatte so ein paar Aussetzer mal gehabt mit Fettbanker jetzt und ein paar andere Spiele gezockt in der Form und ja, drehen wir mal dann weiter an auf ganz klein. Mal schauen, mal ein bisschen was abschmatzen können. So, Wetter ist ja wieder schön draußen, wie ich gerade sehe. Jetzt nicht mehr so schwül. Ein bisschen abgekühlt, aber ja, ganz gut erträglich. Mal schauen, was da für eine Stadt hier im Brett hat. Ja, ich glaube, wir sind schon wieder hier am Ende. Ja. So. 1,16 Euro. Wollen wir gleich mal direkt weitermachen. Und? Ich fasse jetzt hier den zweiten noch nach. Oh, mal zwei, immer gut. Jetzt haben wir schon mal die erste eklige Runde überstanden. Sofort weiter. Ja, bisher sieht er ganz gut aus bisher. Bei 103 schon mal auf Tutti garantiert. Ja, Spiel läuft immer noch gut, ne? Davon abgesehen. Von den Gewinnen her nach wie vor. So, erstmal schauen, ob wir Level 4 auch erreichen. So sieht aus, wird nichts. Nee. Und Einsatz schon wieder drin. Ja, wie gesagt, ich kaufe hier gerade Freispiele ein, für die, die es noch nicht wissen. Ich ziehe diese Freispiele vor, wie man so schön sagt, und mit 30,60 Euro auf 20 Cent. Das geht dann jeweils nach oben, je nach Einsatz. Und das sieht ja sogar sehr gut aus. Und diese 30,60 Euro muss man dann abziehen von dem Gesamtgewinn. Somit kommt man auf den eigentlichen Nettogewinn, den man dann hat. Damit kann ich natürlich die Freispiele vorne ziehen. Schön, jetzt gibt mal ein bisschen Gummi. Oh, die rothaarige. Na, jetzt schade, hätte er hinten rechts nicht weitergezogen. Schade, schade. Aber doch ein gelungener Auftrag, finde ich. Mhm. Fast 70 Euro nachgeköttelt. Ah, schade, letzte Runde. Komm, ich gebe den Wagen noch rein. Da mache ich gleich finito hier. Ja, schöner Auftakt. Jetzt die Frage, soll ich schon aufhören oder nicht? Normalerweise müsste man jetzt schon eigentlich aufhören. Ihr seht ja selber, wie schnell das läuft, weil ich habe ja jetzt schon hier gewinnen und ich mache mal weiter. Ja, wenn man jetzt überlegt, wie oft man dann auch vorne ist, also ich habe meine Zeit lang wirklich über die Woche verteilt für circa 1200, 3300 oder 1400 Euro vorne. Ein kleinen Summe, wenn man die summiert hat.
Und wenn man dann natürlich weitermacht, verliert man natürlich das Geld teilweise auch. Und normalerweise will ich jetzt schon finito eigentlich machen, aber ich sage mir so innerlich, okay, jetzt kannst du doch noch mal weitermachen. Obwohl er eigentlich nicht gut ist, sagen wir mal so. So, was schauen wir rein. Oh, schöner Auftakt. Ja, Level 2. Mhm. Aber kein Multiplikator an. Ich würde auf jeden raten, also die dann halt mit Freispiele kaufen, nicht so klarkommen und schnell Geld verlieren, aber besser die normale Schiene wieder weiterzuführen, um da weiter normal zu drehen, sagen wir mal so, ohne diese Freispiele-Einkauferei. Weil das ist ja in der Form, kann manchmal ein bisschen so aus dem Ruder geraten. Man muss schon irgendwo so ein gutes Gespür haben, wenn man abriegelt. Oh, das wird doch eine Kackrunde. Ich meine, das steht zwar nicht schlecht. Ja, aber in Runde 4 wird es auch nicht mehr marschieren. Nee. Ich gehe nochmal mit dem Brand raus, ne? Nee. Dritte Runde. So, da kommen wir mal weiter an. Da habe ich euch gesagt, Leute, ich hätte doch Feierabend machen sollen. Aber ich drehe jetzt mal weiter. Wenn er solche schlagartigen Gewinne am Anfang raushaut, sagen wir von 100, 150 Euro, kann ich auch nur jeden Tipp geben, einen Feierabend zu machen oder ein anderes Spiel zu nehmen. Oder später weiter zu spielen, aber nicht sofort in dem Spiel. Also das sind meine Erfahrungswerte. Hm. Sehr unwahrscheinlich, dass er da jetzt nochmal nachlegt, aber wir lassen uns gerne da mal überraschen. Schön Start eigentlich. Ja. Okay, postet weiter rein. Gut aus. Dann muss ich den Multiplikator anknipsen. Noch 3 dazu. Okay. Ja. Ah, könnte durchaus auch wieder Runde 4 landen. Aber es riecht unwahrscheinlich. Das ist schon die erste Pause. Aber läuft im Großen und Ganzen gar nicht mal schlecht. Alles ist Ende, ja. Jo. Vielleicht ein Anzeichen, dass da doch noch ein dicker Kracher reinmarschiert. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Turbo. Kostet nur unnötig Zeit. Die erste. Mhm. Jo. Ja, komm. Oh, der hat auch noch einen. Tatsächlich nur bis Runde 3 marschiert, aber ohne großartige Gewinne. Ja, das ist vorbei. Das ist noch ein Nachrennen ohne Sinn. Okay.
Keine schöne Vorlage. Am besten kriegt man immer so 2, 3 rein oder sogar 4. Damit man schön ein bisschen was in Vorlage dann hat, auch mal in Säcken. Also hätte er selber, dass sich dann abkämpft in die nächste Runde. Und da eigentlich in der Form jetzt schon, wie man sieht, Freispiele 4 von 5 eigentlich nicht mehr so viel passieren kann. Ja, nun gut. Wir schauen mal trotzdem nach. Am letzten Drücker wäre Level 3, aber der steht schon zu beschissen. Ah, Wasser. Und sei denn, der Wagen kommt vielleicht jetzt noch? Nee. Kleinen Brandschaden am Arsch. Weil ich ja mit 30,60 Euro reingegangen bin. Auch mal 2. Mal gut. Jawohl, 3,6 hätte ich schon mal eine gute Grundlage. Ah, komm, dann marschieren wir sofort in die Runde 2. Damit wir mal ein paar Gewinne hier sehen. Ja. Okay, macht jetzt hier ganz gut auf. Im ersten Moment schöner Multiplikator drin und Anzahl der Freispiele ist auch alles locker. Jetzt muss er noch weiter posten, sonst krepiert er. Okay, jetzt nochmal reingehauen. Auch gut. Jetzt kommen wir rein, Runde 3. Oh, dazu ist es schon wieder schwer. Ach, guck mal, der Auto noch einen guten Multiplikator, 3x4 jetzt im Grunde genommen. Macht zwar noch weiter, aber auf einem ganz, ganz schlechten Niveau. Obwohl die Position noch ganz gut ist. Oh. Jetzt müsste der Wagen kommen, dann gibt es Moneten. Ja. Das sieht ja schon ganz anders aus. Mal 4 sind schon ganz andere Rutschen. Jetzt komm, lass bloß den Wagen kommen. Na, scheiße. Da kommt er jetzt nochmal danach. Nee, also ihr seht selber, was er da für Gewinne gibt und der hat noch nicht richtig gut gesetzt mit mal 4. Ne? Also der Multiplikator, wie auch schon mein Abonnent sagt, der spielt ja eine ganz große Rolle in dem Game. Muss man dabei sagen. Einfach voll zersackt, ne? Jo. Warte, ich werde wahrscheinlich nach der Runde Ende machen. Ich habe da doch noch ein bisschen Gewinne oben drauf und werde dann hier beenden. Kommt natürlich noch eine Fortsetzung, kein Problem. Aber ich werde, so wie es aussieht, den Kahn dazu machen und den Gewinn ich wieder dann irgendwo verschießen. Ja, ich wünsche euch natürlich auch viel Glück und viel Erfolg beim Zocken natürlich, sowie online und auch in der Spielung. Wenn der eine andere da noch hingeht. Für meine Begriffe reicht der Gewinn jetzt erstmal hier und ich werde jetzt gleich mal was anderes spielen und wünsche natürlich noch ein schönes Wochenende und wie gesagt, wenn der eine auch wissen will, wo man dann mit Einzahlmöglichkeit Paysafe spielen möchte, kann er gerne mal auf den Link unter dem Video klicken und auch mich mal in meiner WhatsApp-Gruppe besuchen. Da wisst ihr dann auch, wo ich spiele. Okay, schönes Wochenende, Leute, und bleibt gesund. Ciao.